So, das war's. Republika 2013 neigt sich rasant dem Ende zu. Mein Name ist Philipp Banse, DCTP TV, 3 Tage durchgesendet. Kleines Resümee jetzt mit Andreas Gebhardt und Markus Becketal vom Team der Republika. Ja, erleichtert? Traurig. Echt? Ja, ist vorbei. Also das ist ja, es fühlt sich so an, als wäre es gerade erst angefangen und dann ist es schon wieder vorbei. Ist immer das Gleiche. Man arbeitet so lange drauf hin und dann zwupp, ist es vorbei. Aber ja, erleichtert, klar. Alles gut gelaufen, keine Personenschäden, keine größeren Katastrophen. Es hat zwar mal reingeregnet, aber inhaltlich die Leute happy. Wir konnten, denke ich, die Stimmung halten. Die Leute haben sich wohlgefühlt. Viele tolle Gespräche, tolle Speaker. Mein Highlight war eigentlich, dass das Gleiche wieder passiert ist wie 2007 bei der Republika, nur auf einem anderen Level, dass sich eben die afrikanischen Blogger und Innovation Hub Betreiber hier getroffen haben und wirklich gesagt haben, wow, das ist für uns initial, hier geht was Neues los und toll. Also ich bin ja einfach happy. Markus, wie ist dein Fazit? Ja. Alles super gelaufen, Feedback ist überwältigend. Ich freue mich, dass es vorbei ist. Hast du was gesehen? Irgendwie hast du dir heute Talks angucken können? Hast du Cory Doctorow gesehen? Ich habe ein bisschen von Cory Doctorow gesehen und ein bisschen von irgendwas anderem, was ich aber jetzt schon wieder vergessen habe. Aber sonst, wir haben ja immer das Problem, monatelang kuratieren wir das Programm, schieben so die ganze Zeit die unterschiedlichen Tracks hin und her, gucken, also so im Optimalfall ein schönes Programm wird, wie wir es gerne sehen wollen und dann kommt man zum Schluss zu den wenigsten Talks. Gibt es denn auch, in der Vergangenheit gab es ja häufig mal so die Diskussion, hier fehlen so die Big Names, die teuren. Ist das noch eine Diskussion bei euch intern, so eine Erwägung mal 20, 30, 40, 50.000 Euro auszugeben für so einen Speaker? Auf keinen Fall. Warum? Ja. Also ich habe jetzt nicht einmal gehört, dass so eine Person fehlt. Warum sollten wir einen so teuren Sprecher oder eine Sprecherin einfliegen lassen, die oder der dann einen Standardvortrag hält, den man auch auf YouTube ansehen kann? Also das Geld können wir auch besser investieren, hier eine tolle Atmosphäre zu schaffen, weil das ist eigentlich viel wichtiger. Ich glaube, du hast das auch letztes Jahr gefragt das wird dabei bleiben. Also das macht überhaupt keinen Sinn. Die Diskussionen sind künstlich von außen. Das interessiert hier, glaube ich, keinen. Normalerweise kaufen Konferenzen halt 1 oder 2 Speaker in dieser Größenordnung, damit sie irgendwie mit ihrem Programm attraktiv werden. Und ich glaube, die Republika ist vom Programm so in der Breite attraktiv. Das wissen auch die Besucher, deswegen kommen jedes Jahr mehr. Nee, denke ich auch. Also ich wollte nur noch mal hören, ob das intern noch eine Erwägung ist oder so. Ich bin auch froh, dass dafür kein Geld ausgegeben wird und man dann irgendwie Ticketpreise erhöhen muss. Ich denke, das funktioniert auch so. Viele Frauen, auffällig viele, hat man auch nicht so oft bei solchen Konferenzen. Dieses Bildungsthema war sehr breit vertreten. Ne? Mhm. Was ist da bei euch so hängen geblieben? Ja, für mich ist klar, es ist halt mittlerweile spätestens eine komplett neue Generation auch da. Ne? Und eine komplett neue Generation, die halt aber immer noch mit diesen Oldschool-Mechanismen von Lernen zu tun hat, wie wir sie noch aus der Schulzeit kennen. Und das ist natürlich lame. So, ja. Und da kann ich nur alle Sachen unterstützen, die das versuchen zu verändern. Wenn das dann auch noch einen gehörigen Schuss Openness hat und Verfügbarkeit und international, dann hat das hier seinen Platz. Eine Sache, die mir in diesem Jahr auch ein bisschen aufgefallen ist, dass so ein paar sehr, sehr große Paralleluniversen hier so ein bisschen mit rangedockt sind. Das ist einmal so vor allen Dingen YouTube, aber auch so ein bisschen Gaming. Also das sind ja auch so Sachen, die völlig unter dem Radar der Massenmedien stattfinden. So Gaming-Channels mit Zehntausenden, auch allein in Deutschland Zuschauern, YouTube mit Hunderttausenden Abonnenten für irgendwelche Kanäle. Wie könnt ihr die in Zukunft noch so ein bisschen mehr hier einbinden und denen ein bisschen Platz verschaffen? Indem wir sie einfach einladen. Die kommen ja nicht immer. Also bei den YouTubern war natürlich die Herausforderung, dass die zwar teilweise von einem Millionenpublikum sprechen, aber dann meistens noch zur Schule gehen und wahrscheinlich schon nervös sind, wenn sie vor ihrer Klasse sprechen müssen. Und die Erwartung, hier vor 600 oder 1000 Leuten zu reden, war dann meistens schon zu viel Lampenfieber bei der Einladung. Okay. Aber wir bemühen uns natürlich auch im Programm immer, die viele Facetten einer sich entwickelnden digitalen Gesellschaft abzubilden. Dazu gehört sehr klar Gaming, dazu gehört sehr klar, dass nicht alles nur in den westlichen Ländern spielt, sondern die Innovationen eigentlich in Afrika oder im asiatischen Raum entstehen.
Die Station hat sich zum zweiten Mal, glaube ich, ziemlich gut bewährt. Ist das ein Raum, der skaliert für die nächsten Jahre oder muss man da schon wieder Sorgen machen, dass es irgendwann dann doch voll wird? Nein, also wir werden gleich ankündigen, dass schon mal so den Zeitrahmen, wann das nächstes Jahr stattfinden wird, ist es relativ sicher, dass wir nächstes Jahr wieder hier sein werden. Wir können immer nur aufs nächste Jahr erstmal schauen. Was in 2 Jahren ist, wer weiß. Vielleicht kommt auch gar keiner mehr, was ich nicht glaube. Aber also hier ist noch Platz, Kapazitäten für 1.000, 2.000 Leute mehr. Okay. Wenn die dann kommen, dann muss man halt sehen. Okay, aber erstmal reicht's. Ja, gut. Okay, dann sage ich vielen Dank für die Arbeit. Finanziell hat sich so, seid ihr hingekommen oder? Ja, also letztes Jahr haben wir ja Minus gemacht mit der Veranstaltung. Dieses Jahr ist es so, dass wir das sicherlich als Punktlandung schaffen werden. Okay. Also es ist immer ein harter Struggle, weil halt großes Team, Technologie ist teuer und ja. Sonst ist es auch nicht nachhaltig. Also ich meine, wenn du so ein Minus machst, dann. Nee, das geht nicht. Und da haben wir uns jetzt sehr angestrengt, da hat das Team ganz tolle Arbeit geleistet und ja, ist auch dann nochmal ein Punkt, Danke zu sagen, auch euch wieder, dass ihr die Netzgemeinde versorgt habt mit Infos und wir sehen uns nächstes Jahr. Hat riesen Spaß gemacht. Vielen Dank für die Orga, vielen Dank für eine coole Konferenz. Vielen Dank fürs Zugucken. Das war's für dieses Jahr. Republika 2013 ist für uns jetzt hier beendet. Alle Videos gibt's bei dctp.tv, beim YouTube und zum Teil auch auf der Seite der Republika. Livestream könnt ihr noch gucken. Auf der Seite der Republika bei Spiegel Online gibt's jetzt auch so die letzten ausklingenden Sessions am Saal 1 noch live. Mein Name ist Philipp Banse, mir hat es riesig Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Feedback natürlich immer willkommen. Ansonsten auf bald und vielleicht bis nächstes Jahr. Ciao. Cool. Super. Danke. 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 Danke.